So, hallo, willkommen auf meinem Kanal. In dieser Videoreihe geht es um das Modul Tonwert Equalizer. Im ersten Video habe ich ja bereits das Modul mehr oder weniger grob theoretisch erklärt. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man damit arbeitet, worauf es ankommt. Und im dritten und letzten Teil geht es dann um konkrete Beispiele. Nochmal zu dem Bild. Wie im ersten Teil, das ist das gleiche Bild noch. Das ist nicht von mir, das habe ich runtergeladen. In der Videobeschreibung steht der Link, wo das Bild her ist. Beim Tonwert Equalizer ist es so, wenn man den anschaltet, passiert erstmal gar nichts. Beziehungsweise er verändert erstmal nichts im Bild. Was er macht, er rechnet die Helligkeitsverteilung im Bild erstmal aus und zeigt es dann im Erweitert-Modul. Mit diesem Histogramm zeigt er das an. Es geht ja bei dem Tonwert-Equalizer darum, dass man möglichst schnell und einfach selektive Helligkeitskorrekturen hinbekommt. Dafür ist eben auch der Mauszeiger gedacht. Der wird hier zum Fadenkreuz, wenn man auf das Bild geht, zeigt in der Mitte die Helligkeit der Pixel an, wo er sich gerade befindet. Und wenn ich das Mausrad drehe, verändert sich die Helligkeit. Ja, das erstmal grob dazu. Man sieht jetzt noch so eine senkrechte Linie rechts in dem Histogramm. Und zwar, je nachdem, wo ich mich mit der Maus bewege, zeigt er mir die Kontrollpunkte an, die da in der Nähe liegen, beziehungsweise in welchem Helligkeitsbereich ich mich hier gerade befinde. Das mehr oder weniger Wichtige an diesem Modul ist, dass die Helligkeitsverteilung wirklich über das gesamte Spektrum bzw. hier über die gesamte 9 Kontrollpunkte geht. Und zu diesem Zweck ist es notwendig, dass man als erstes sich um die Maskierung kümmert. Das hat jetzt nichts mit der Maske zu tun, also nichts hier mit gezeichneter oder parametrischer Maske. Es geht da dabei einfach um eine geführte Maske, die die Helligkeitsverteilung im Bild darstellt. Eben, das ist diese Belichtungsmaske hier. Beziehungsweise werden die Pixel in der Helligkeit so verschoben, dass sie letztendlich in diese neuen Helligkeitsstufe reingepresst werde. Drücke ich es einfach mal so aus. Dazu eben, wie gesagt, in das Register Maskierung. Dieser graue Balken zeigt das Histogramm an. Und Ziel ist jetzt im ersten Schritt, diesen Balken so breit wie möglich hinzubekommen. Jetzt gibt es hier einen Haufen zum Einstellen. Das kann man auch alles schön nachlesen in der Dokumentation. Ich beschränke mich eigentlich immer darauf, dass ich hier bei der Maske Belichtungskompensation mal hier auf den Zauberstab drücke und auch bei der Maskenkontrastkompensation. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Jetzt gucken wir einfach mal, jetzt hat sich das Histogramm schon mal verändert, ist aber noch nicht ganz rechts hier drüber. Es muss auch nicht zwangsläufig bis ganz nach rechts gehen. Und wenn man jetzt zu dolle zieht, dann passiert eben das, dass man hier so einen orangenen Balken hat. Jetzt gehen wir mal zurück. Zeigt auch hier die Warnung an. Auf der linken Seite bedeutet, dass beide dunklen Bereiche abgeschnittene Teile sind. Ist auf der rechten Seite, sind beide Lichter abgeschnittene Teile. Also das möchte man vermeiden. Und jetzt probiert man hier einfach mal rum, was der so macht. Und wie das am idealsten ist. Das hängt natürlich auch davon ab, was ich in dem Bild machen möchte. Wenn ich jetzt nicht gerade ganz schwarze Bereiche aufhellen möchte oder ganz weiße Bereiche abdunkeln, dann würde mir diese Form von dem Histogramm eigentlich schon ausreichen. Und jetzt geht man einfach her mit der Maus, fährt im Prinzip auf die Bereiche und dreht einfach mal am Mausrad
und sieht, wie sich die Belichtung an den einzelnen Stellen verändert. Ja? Unabhängig vom Rest. Ah, hier ist jetzt ein gutes Beispiel. Da sieht man es jetzt eigentlich ganz gut. Bei dem Mauszeiger oder bei dem Fadenkreuz wird die Position der Pixel unter dem Cursor angezeigt. Und die Textanzeige zeigt die Intensität der geführten Maske an dem Punkt an in EV. Und der Schatten des äußeren Kreises zeigt die Intensität der Maske an diesem Punkt an. Und die Größe der Anpassung wird im Prinzip an diesem Bogenteil, also wie weit der Bogen läuft, angezeigt. Also wenn man jetzt hier mal ganz runter geht, sieht man zum einen, dass er im Prinzip das Viertel nach unten hin voll gemacht hat. Wenn man jetzt auf der rechten Seite mal an dem Histogramm schaut, dieser Punkt, da ist man dann im Prinzip. Ja, da geht es dann eben nicht weit, also weiter runter kann er nicht. Dreht man es mal in die andere Richtung, wandert es ganz nach oben. Ja, so. Das ist gemeint mit selektive Helligkeitsanpassung. Und das geht wirklich ganz einfach. Und wie einfach genau, beziehungsweise was man da damit machen kann, das zeige ich dir dann im nächsten Video. Also, Fortsetzung folgt. Okay, das soll es dann auch mit der Erklärung zur Arbeitsweise mit dem Modul Tonwert Equalizer gewesen sein. Wie gesagt, in der nächsten Folge zeige ich dir, wie ich mit dem Modul arbeite, wo man das recht gut einsetzen kann. Und dann hoffe ich, ja, natürlich, dass dir das Video was gebracht hat, dass du es auch bis zum Ende geschaut hast. Ich bedanke mich bei dir für dein Interesse an dem Video. Und ich hoffe, du schaust demnächst einfach mal wieder rein. In diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Sonnige Grüße. Und tschüss.